Die Stimme aus dem Grab von Agatha Christie, aus dem Englischen übersetzt von Wolfgang Nied. Die Regie hat Paul Land. Ja? Hallo? Wie bitte? Einen Augenblick bitte, ich kann Sie leider nicht verstehen. Ja, bitte? Was sagten Sie? Mr. James Brent wird unter Voranmeldung aus Newton Abbott verlangt. Möchte Mr. Brent das Gespräch annehmen? Ja, ich will sehen, ob ich ihn finden kann. Er gibt nämlich gerade eine Party. Einen Augenblick, bitte. Hallo, Johnny. Sagen Sie, kennen Sie eine kümmere Frau? Kommen Sie doch mal hier zu uns. Moment, die war doch eben noch hier. Entschuldigen Sie, Sir. Ja, und aufhören, Freund. Hoffentlich haben wir ein bisschen anständiges Wetter. Ja, Mrs. Lamb, was ist denn? Sie werden am Telefon verlangt, Sir. Was, jetzt? Von wem denn? Das Gespräch kommt aus einem Ort namens Newton Abbott oder Abbess. Unter telefonischer Voranmeldung. Ja, dass die Leute einen immer im unpassendsten Moment anrufen. John, bitte geben Sie Mona noch etwas zu trinken. Oh, Lois, wie nett, dass Sie kommen. Schauen Sie mal nach. Camilla muss hier unbedingt was machen. Ja, hallo? Mr. James Brent? Ja, am Apparat. Einen Augenblick, bitte. Teilnehmer, bitte melden Sie sich. Mr. Brent ist jetzt am Apparat. Hallo, James? Wer ist denn am Apparat? Wie? Das weißt du nicht. Hier ist Faye. Wer? Entschuldigen Sie bitte, aber die Verbindung ist so schlecht. Außerdem ist hier gerade ein ziemlicher Trubel. Hier ist Faye. Wer ist doch? Was sagten Sie gerade? Ich bin's, Faye. Aber James, erinnerst du dich denn nicht mehr an mich? Wer sind Sie? Von wo aus sprechen Sie denn? Vom Bahnhof in Newton Abbott aus, wo du mich damals verlassen hast. Was ist denn? Also, wer zum Teufel ist denn nun wirklich am Apparat? Aber das sage ich dir doch schon die ganze Zeit. Ich bin's, Faye. Du musst dich doch an mich erinnern. Ich bin hier und warte auf dich. Was soll das heißen? Dass ich hier auf dich warte. Im Bahnhof von Newton Abbott. Also hören Sie, einer von uns beiden muss nicht ganz richtig im Kopf sein. Wovon reden Sie eigentlich die ganze Zeit? Und wer sind Sie denn in Wirklichkeit? Wie oft soll ich dir das eigentlich noch sagen? Ich bin's, Faye. Soll das ein schlechter Witz sein? Nein, James, das ist kein Witz. Ich bin tatsächlich hier. Warte auf dich. Und du wirst doch kommen, nicht wahr? Hören Sie, jetzt wird mir die Sache aber wirklich zu dumm. Wie können Sie nur wagen zu behaupten, dass... Oh, Liebling, hier steckst du also. Aber musst du denn ausgerechnet jetzt telefonieren? Du solltest dich lieber um unsere Party kümmern. Es kommen dauernd neue Leute und das heißt, es müssen noch einige Cocktails gerichtet werden. Aber Liebling, was ist denn? Ah, nichts. Man hat sich mit mir nur einen schlechten Witz erlaubt. Einen ziemlich grausamen, makabren Spaß. Was die Leute nichts Besseres zu tun haben. Aber Liebling, was ist denn nur los? Wer hat denn eben angerufen? Ja, wenn ich das nur wüsste. Aber das werden wir schon noch herausbekommen. Kannst du dich noch ein paar Minuten ohne mich behelfen, Pamela, ja? Ich werde mich bestimmt beeilen. Ja, natürlich. Wenn ich nur wüsste, was dich so aus der Fassung gebracht hat. Was hat denn der Betreffende am Telefon gesagt? Ja, bitte, Sie wünschen? Hören Sie, Fräulein, mein Name ist James Brent, Kensington 7011. Unter dieser Nummer erreichte mich soeben durch Ihre Vermittlung ein Anruf unter Voranmeldung. Können Sie mir bitte sagen, woher dieser Anruf kam? Einen Augenblick bitte, ich werde nachsehen. Ich rufe Sie gleich wieder an. Vielen Dank. Es ist wirklich sehr dringend. Es tut mir leid, Daniela, aber einen Augenblick lang habe ich tatsächlich vorhin rot gesehen. Ja, aber wer war denn am Apparat?
Ich erzähle dir das alles später. Wenn du dich jetzt wieder um unsere Gäste kümmern würdest, ja? Diese Party soll doch ein Erfolg werden. Ja, das ist es ja gerade. Aber hab nur keine Angst, Liebling. Ich werde schon ohne dich zurechtkommen. Nur ich bitte dich, komm bald nach, ja? Ja, ja, bestimmt. Fee? Das kann ich doch nicht geträumt haben. Aber nein, 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 sie sagte Fee. Und das war auch ihre Stimme. Wer zum Teufel kann mir nur diesen Streich gespielt haben? Ja, hallo? Mr. James Brent? Ja, am Apparat. Ich habe mich inzwischen erkundigt. Ein Anruf unter Voranmeldung wurde heute nicht an Sie durchgegeben. Was sagen Sie da? Ein Anruf unter Voranmeldung wurde heute nicht an Sie durchgegeben. Das verstehe ich nicht. Ich habe doch Ihre Stimme gehört. Wenn du mit dem Telefonieren jetzt endlich fertig bist, könntest du auch wieder zu uns kommen. Ja, aber du stehst ja da wie vor den Kopf geschlagen. Entschuldige, Pamela, ich komme schon. Und willst du nicht endlich sagen, wer angerufen hat? Ach, nur so ein Witzbold. Und was sagt er? Oder war es eine Sie? Ich weiß nicht. Das heißt, es war tatsächlich eine Frau. Aber die Sache ist jedenfalls ohne Bedeutung. Liebling, du führst doch nicht etwa eine Art Doppelleben? Das würdest du mir doch nicht antun, nicht wahr? Pamela, du bist doch wirklich die einzige Frau in meinem Leben. Ich versichere dir. Na, ich weiß nicht. Irgendetwas scheint dich jedenfalls sehr getroffen zu haben. Nein, nein, es ist nur... Ich kann schlechte Witze nun einmal nicht ausstehen. Naja, nun mach dir nichts draus. Stürzen wir uns lieber wieder ins Getümmel. Ach, übrigens, ich habe Evan und Mary für morgen zum Bridge eingeladen. Hm? Ich habe Mary nun schon seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen. Und an einem solchen Abend wie heute, da kann man einfach nicht miteinander reden. Findest du nicht? Es ist dir doch recht. Aber ja, natürlich. Komm. Vorsicht mit dem Gepäck, Joe. Hallo, Schaffner. Ja, bitte? Können Sie mir sagen, wo hier ein Telefon ist? Entschuldigen Sie bitte, was sagten Sie? Wo ist hier das nächste Telefon? Auf der anderen Seite der Überführung, gleich neben der Schalterhalle. Kann ich dort auch ein Ferngespräch anmelden? Ja, gleich in der ersten Telefonzelle. Ja, vielen Dank. Seltsam. Na, Bert, hast du ein Gespenst gesehen? Na, das hat fast so den Anschein. Die Dame nämlich, die mich gerade nach dem nächsten Telefon fragte. Ich möchte fast wetten, dass ich die schon einmal irgendwo gesehen habe. Und zwar, so komisch das klingt, als Leiche. Wenn ich nur wüsste, wann und wo. Juden Abbott, Juden Abbott. Der gerade eingefahrene Zug fährt weiter nach Plymouth. Juden Abbott, Juden Abbott. Der gerade eingefahrene Zug fährt weiter nach Plymouth. Und ich habe ein Herz Ass und eine Trumpfkarte. Damit haben wir beide verloren. Es tut mir leid, James. Du gibst mir. Danke. So, abheben bitte. Da. Ich glaube, du hättest diese vier Pik nicht so schnell ausspielen sollen, Pamela. Ja, ja, ich weiß. Schuld daran ist nur dieser dicke Kopf, den ich heute Abend habe. Vermutlich noch von der Party gestern. Ah ja, es ging ja auch ziemlich hoch her. Das kann man wohl sagen. Evan und ich haben viel zu viel getrunken. Ja, Hauptsache, ihr beide habt euch wohl gefühlt. Oh ja. So, ein Herz. Zwei Tau. Ich passe. Drei Kreuz. Wie dumm, ausgerechnet jetzt. Ja, Mrs. Lamb wird schon hingehen. Was hast du gesagt? Drei Kreuz? Vier Herz. Ja, Mrs. Lamb? Ein Anruf unter Voranmeldung. Für Sie, Sir. Für mich? Na schön, ich komme. Liebling, du glaubst doch nicht... Nur keine Aufregung. Es ist wahrscheinlich Smith wegen dieser Geldüberweisung. Tja. Mal sehen, ob es immer noch regnet. Hatte schon gestern einen solchen Anruf und dieser Anruf hat ihn völlig aus der Fassung gebracht. Ach. Er sagte, irgendjemand hätte sich mit diesem Anruf einen schlechten Scherz erlaubt. Hm. Aber er sagte nicht, inwiefern. Ach, weißt du, Mary, ich mache mir wirklich Sorgen. Hm. Sag mal, hast du nicht noch einen zweiten Apparat im Haus? Doch. Oben in meinem Schlafzimmer.
Du meinst nun, ich an deiner Stelle? Ja. Ja, ich gehe mir nur schnell einmal die Nase pudern. Ich bin gleich wieder da. Diese Frauen, es ist doch wirklich... Ja? Hallo? Hallo? Was ist denn? Einen Augenblick, bitte. Bitte sprechen. James, ich bin es wieder, Faye. Faye? Also hören Sie, was soll das alles bedeuten? Was für ein Spiel wird hier gespielt? Aber James, das ist doch kein Spiel. Wenn Sie glauben, dass Sie mich mit diesen Anrufen ins Boxhorn jagen James, können... James, du brauchst dich doch nicht gleich so aufzuregen. Ich möchte doch nur, dass wir uns noch einmal sehen. Und wo, wenn ich fragen darf? In Newton Abbot natürlich, wo ich auch jetzt wieder bin. Erzählen Sie doch keine Märchen. Es wird Sie vielleicht interessieren, dass ich gestern Abend gewisse Erkundigungen eingezogen habe. Ein Anruf aus Newton Abbot wurde nie an mich durchgegeben. Aber ich bin tatsächlich hier in Newton Abbot. Warte einen Augenblick. Ich werde die Tür der Telefonzelle ein wenig öffnen, dann kannst du es hören. Newton Abbot, Newton Abbot. Der gerade eingefahrene Zug fährt weiter nach Plymouth. Newton Abbot, Newton Abbot. Der gerade eingefahrene Zug fährt weiter nach Plymouth. Hast du gehört? Ich kann es einfach nicht glauben. Weißt du zufällig, wie spät es ist? Was soll das heißen? Es ist jetzt gleich 19.15 Uhr. Du entsinnst dich doch noch. Aufhören! Aufhören! Schluss jetzt mit diesem ganzen Unsinn! Aber James, Liebling, sei doch nicht gleich so grob. Du weißt, was ich meine, nicht wahr? Nein. Ich weiß wirklich nicht, wovon Sie reden. Was zum Teufel wollen Sie eigentlich von mir? Ich möchte, dass wir uns noch einmal sehen. Wo? Aber, meine Liebe, muss ich denn diese Tür hier noch einmal öffnen? Ich habe dir doch alles bereits erklärt. Ich bin dort, wo du mich damals verlassen hast. Und ich kann diesen Ort nicht eher verlassen, als bis du noch einmal kommst an diesen Ort. Ich sage Ihnen noch einmal, das muss aufhören. Das muss aufhören. Hallo? Hallo? Sind Sie noch da? Verdammt! Na, James, alter Junge? Hat man dir ein anständiges Angebot gemacht? Was für ein Angebot? Oder waren die Abmachungen mehr persönlicher Art? Ach so. Es war jedenfalls nichts Wichtiges. Wo ist denn Pamela? Oben, um ihre Nase zu pudern. Ach, da ist sie ja schon wieder. Na, da können wir ja endlich weiterspielen. Was wurde eigentlich zuletzt gemeldet? 4 Hertz. Ich passe. Aber mein Lieber, was hast du denn nur? Du scheinst heute nicht richtig bei der Sache zu sein. Ich? Natürlich bin ich bei der Sache. Warum denn? Pamela, ich habe eher den Eindruck, du bist nicht ganz auf der Höhe. Siehst auf einmal so blass aus. Ach, es ist nur mein Kopf, der mir heute etwas zu schaffen macht. Das ist alles. Tja... Ich finde, dann sollten wir lieber aufhören. Es ist schon gleich 7:30 und außerdem haben wir mit diesem Spiel noch gar nicht richtig angefangen. Pamela fühlt sich heute nicht ganz wohl, das sehen wir doch. Los, vorwärts, Evan. Wir gehen. Evan. Ja, 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 schon gut, schon gut. Ja, ich komme ja schon. Also dann, bis zum nächsten Mal, ja? Ich hoffe, wir sehen uns, wenn ihr wieder zurück seid. Wann soll die Reise denn losgehen? Übermorgen. Ich habe schon richtig Reisefieber. Es gibt schließlich nichts Schöneres für mich auf dieser Welt als Ferien in Frankreich. Ja, ja, das stimmt. Aber seit wann nimmt man denn nach Paris die eigene Frau mit, alter Junge? Also, ob ihr es mir glaubt oder nicht, wir wollen dort noch einmal richtig Flitterwochen machen. Los, Evan, nun komm schon endlich. Ja. Wiedersehen, Pamela. Ihr seid mir hoffentlich nicht böse. Aber warum denn? Gute Besserung. Danke, Evan. Ich bringe euch noch raus. Ja. Paris soll ja wunderbar sein. Wir wollen dort noch einmal richtige Flitterwochen machen. Dass ich nicht lache. Und amüsiert euch gut, nicht? Dankeschön, danke. Oh, du tust mir wirklich leid, Pamela. Hast du vielleicht gestern Abend zu viel Gin getrunken? Ach, es ist nicht nur der Gin. Aber Liebling, was ist denn nur los? Warum siehst du mich denn so böse an? Was habe ich dir getan? Nichts. Und du hast doch irgendetwas. Habe ich eine dumme Bemerkung gemacht? Komm, ich werde uns einen kleinen Drink mixen. Etwas Brandy,
Soda. James, wer ist Faye? Was hast du da gerade gesagt? Sag mal, was weißt du von Faye? Ich weiß, dass es die Frau ist, die dich immer anruft. Die will, dass du noch einmal mit ihr zusammenkommst. Und die dich recht gut zu kennen scheint. Dann hast du dieses Gespräch also vorhin mit angehört? Ja. Hör zu, mein Kind, du hast das alles ganz falsch verstanden. Du verstehst das alles einfach nicht richtig. Ja, du hast recht. Ich verstehe das alles einfach nicht richtig. Die Dinge liegen jedenfalls nicht so, wie du denkst. Ach, wirklich nicht? Nein, sie liegen ganz anders. Zunächst, also, Fee ist der Name meiner ersten Frau. Aber du hast mir doch erzählt, ihr Name sei Florence gewesen. Ja, das war auch ihr Name. Ich nannte sie aber immer nur Fee. Und deine frühere Frau, die schon seit über einem Jahr tot ist, ruft dich nun also an. Wie interessant. Aber siehst du denn nicht, dass das alles nur ein schlechter Scherz ist? Ein dummer, gemeiner, grausamer Scherz? Mich anzurufen und sich für eine tote Frau auszugeben. Ach, und dasselbe hat sich also auch gestern Abend abgespielt? Ja. Nur deshalb warst du so außer dir? Ja, deshalb. Aber James, war es denn auch ihre Stimme? Es war ihre Stimme, nicht wahr? Nur deshalb warst du so außer Fassung. Es war Fays Stimme, nicht wahr? Ja, es könnte Fays Stimme gewesen sein. Aber natürlich... Und wo solltest du mit ihr noch einmal zusammenkommen? In irgendeinem Bahnhof, nicht wahr? Ja, und zwar im Bahnhof von Newton Abbott. Aber warum denn gerade dort? Und warum gerade um 19.15 Uhr? Weil... Pamela, ich habe nie gerne darüber gesprochen. Die ganze Geschichte ist einfach noch zu schmerzlich für mich. Sie wurde dort getötet, bei diesem entsetzlichen Unfall damals. Um 19.15 Uhr? Ja. Da wir schon einmal darüber reden, kannst du ruhig jetzt alles erfahren. Sie hatte plötzlich einen Schwindelanfall. Wir fuhren damals gerade nach London zurück, nachdem wir unsere Ferien in Dartmoor verbracht hatten. Wir standen auf dem Bahnsteig und warteten auf den Zug. Und als ich mir dann an einem Kiosk nach einer Zeitung holen wollte, hatte sie plötzlich einen Schwächeanfall und stürzte auf die Gleise, vor den gerade einfahrenden Zug. Mein Gott, wie schrecklich. Du verstehst jetzt vielleicht, warum ich nie gern rede über diese grauenhafte Geschichte. Aber ja, ja, natürlich. James... Gestern Abend hast du doch noch einmal das Fernamt angerufen, um zu erfahren, woher dieser Anruf kam. Welche Auskunft hast du da erhalten? Nun, ein Anruf aus Newton Abbott wurde nie an mich durchgegeben. Aber wenn das wirklich wahr ist, dann... Was dann? Ich habe gerade ein Buch über Parapsychologie gelesen. Wirklich, es geschehen immer wieder die erstaunlichsten Dinge. Nehmen wir doch einmal an, dass es tatsächlich Fay war, die dich angerufen hat, dass ihr Geist immer noch auf diesem Bahnhof weilt und auf dich wartet. Aber Pamela, erwartest du wirklich, dass ich einen solchen Unsinn glaube? Ich kann mir jedenfalls nicht denken, dass sich irgendjemand mit dir einen solchen Scherz erlauben würde. Und du hast doch auch ihre Stimme erkannt. Es geschehen wirklich die seltsamsten Dinge. Wer eines gewaltsamen Todes gestorben ist, kommt einfach nicht von dieser Erde los, sagen viele Leute. Aber wer sagt denn, dass sie eines gewaltsamen Todes gestorben ist? Aber... Sie stürzte doch unter den Zug, oder nicht? Ach so. Ja, ja, natürlich. Ich bitte dich, lassen wir doch das alles endlich. Ja, Liebling, bitte reden wir nicht mehr davon. Ich will nur noch vergessen, nur noch vergessen. Reden wir davon was anderem, von unserer Reise nach Paris und von unserer Fahrt durch Südfrankreich zum Beispiel. Ach, James, warum fliegen wir eigentlich nicht? Das macht doch viel mehr Spaß. Nein, ich bin nicht fürs Fliegen. Aber die Züge sind doch immer so voll und auch so langsam. Nein, wir werden mit dem Zug fahren. Ich habe doch schon die Fahrkarten, Liebling. Du siehst, es ist bereits alles geregelt, mein Schatz. Ach, immer diese Züge. Aber wenn du so gern mit der Bahn fährst, warum fahren wir dann auch nicht einmal nach Newton Abbott? Morgen noch, ehe wir England verlassen. Schauen wir uns diesen Bahnhof doch vorher noch einmal an, um 19.15 Uhr. Jetzt aber endlich Schluss mit diesem Unsinn. Pamela, wir werden nichts dergleichen tun. Dieses übernatürliche Zeug, das ist doch alles nur Schwindel. Und außerdem haben wir morgen noch eine Menge anderer Dinge zu tun. Wir müssen zum Beispiel noch zu unseren Anwälten, um unser Testament zu unterschreiben. Ich hinterlasse dir alles, was ich habe, und du hinterlässt mir alles, was du hast. Wobei ich sicher das beste Geschäft mache. Denn du bist ein ziemlich reicher Mann, nicht wahr, Liebling? Ja, aber dieser Reichtum bringt zuweilen noch große Sorgen mit sich. Aber mein Geld ist gut angelegt, nur keine Angst.
Als Witwe würdest du sicher eine gute Partie abgeben. Liebling, wie kannst du nur so etwas sagen? Es war doch nur ein Scherz, mein Kind. Aber du hast recht, man soll so etwas nicht einmal zum Scherz sagen. Mhm. Du und ich, wir haben jedenfalls noch viele glückliche Jahre vor uns. Ja, viele glückliche Jahre. Oh, James. An mir soll es jedenfalls nicht liegen. Ja, mein Herz. Ich weiß. Milch, Brot, Briefe, Zeitungen, Wäsche. Ja, ich glaube, wir haben nun alles besprochen, Mrs. Lamb. Seien Sie nur ganz beruhigt, gnädige Frau. Ich werde mich um all diese Dinge schon kümmern, während Sie weg sind. Ja, vielen Dank, Mrs. Lamb. Ich weiß, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Aber Himmel, es ist ja schon 7 Uhr vorbei. Es wird Zeit, dass Sie sich auf den Heimweg machen. Soll ich nicht noch bei Ihnen bleiben, bis Mr. Brent aus der Stadt zurück ist? Ach nein, das ist wirklich nicht nötig. Es geht mir heute schon viel, viel besser. Und mein Mann wird sicher gleich kommen. Gehen Sie nur schon nach Hause. Ja, dann also bis morgen früh. Ja. Ach, und denken Sie auch an diese Anhänger für unsere Koffer? Nur keine Sorge, ich werde sie bestimmt nicht vergessen. Soll ich hingehen, gnädige Frau? Nein, nein, ich gehe schon selbst. Also, gute Nacht, Mrs. Lamb. Gute Nacht, gnädige Frau. Ja? Hallo? Wer ist denn dort? Hier ist Charles Enderby von Enderby. Blankensop und Lucas. Könnte ich bitte Mrs. James Brent sprechen? Ja, ich bin am Apparat. Ah, guten Abend, Mrs. Brent. Ich hoffe, es geht Ihnen wieder besser. Besser? Ach so, doch, es geht mir wieder besser. Vielen Dank für die Nachfrage. Ausgezeichnet, ganz ausgezeichnet. Ich rufe nur an, um Ihnen den Empfang Ihres richtig unterschriebenen und beglaubigten Testamentes zu bestätigen. Ihr Gatte hat es selbst heute Nachmittag bei uns abgegeben. Das Testament ist also in Ordnung. Ich bin mir nur noch nicht ganz im Klaren darüber, was mit diesem Testament jetzt weiter geschehen soll. Sollen wir es für Sie aufbewahren? Oder soll es an Ihre Bank geschickt werden? Wie ich höre, wollen Sie und Ihr Gatte morgen verreisen. Ja, wir wollen nach Frankreich fahren. Es ist wohl am besten, Sie schicken das Testament an meine Bank, da ich dort auch meine Wertpapiere und dergleichen hinterlegt habe. Sie haben doch die Adresse? Ja, von Ihrem Gatten. Tessigers Bank, nicht wahr? Ja, richtig. Nun, dann ist ja jetzt alles in Ordnung. Erlauben Sie mir also nur noch, Ihnen eine gute Reise zu wünschen. Ohne neue Schwindelanfälle... Schwindelanfälle? Was soll das heißen? Ja, Ihr Gatte schien sehr in Sorge zu sein, aber ich bin sicher, es steckt nichts Ernstes dahinter. Und doch, es war natürlich sehr richtig, dass Sie heute zu Hause geblieben und nicht in mein Büro gekommen sind. Aber James sagte doch, dass Sie... Was meinten Sie? Ach, nichts. Ich dachte schon, wir seien unterbrochen worden. Ja, wie gesagt, wovon sprach ich doch soeben? Sie sagten, James schien sehr in Sorge zu sein wegen meines Gesundheitszustandes. Aber Sie können ganz beruhigt sein. Ich fühle mich wirklich ausgezeichnet. Diese frisch gebackenen Ehemänner. Wie überängstlich die doch immer sind. Aber das ist doch wohl eine verzeihliche kleine Schwäche, nicht wahr? Aber ja, natürlich. Ich danke Ihnen jedenfalls für Ihren Anruf. Keine Ursache, keine Ursache. Also noch einmal gute Reise und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Schwindelanfälle. Schwindelanfälle? Ich habe doch niemals etwas Derartiges gehabt. 19.15 Uhr. Ob das wohl wieder... Ja, hallo? Ich habe ja ein Gespräch unter Voranmeldung aus Newton Abbott für Mr. James Brent. Aber er ist noch nicht zu Hause. Können Sie mir vielleicht sagen, wann er telefonisch zu erreichen sein wird? Nein, leider nicht. Hier ist übrigens Mrs. Brand. Vielleicht kann auch ich diesen Anruf entgegennehmen. Einen Augenblick, bitte. Hallo? Hallo? Können Sie mich verstehen? Hier ist Pamela Brent. Wer ist denn am Apparat? Hier ist Faye Mortimer. Hören Sie,
Ich weiß, wer Sie sind. Und wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, dann fahren Sie bitte nicht mit diesem Zug. Was sagen Sie da? Ich habe Sie nicht richtig verstanden. Gehen Sie nicht auf diese Reise. Nicht mit ihm. Pamela. Pamela. Was ist denn? Mein Gott, du bist ja kreideweiß. James. Hm? Wie hieß deine erste Frau? Aber das habe ich dir doch schon gesagt. Sie hieß Fee. Und mit ihrem Mädchennamen? Garland. Warum? Hieß sie nicht Mortimer? Mortimer? Wie kommst du denn darauf? Los, raus mit der Sprache. Aber rasch, wenn ich bitten darf. Au, du tust mir weh. Wie du auf diesen Namen kommst, möchte ich wissen. Sie hat mir diesen Namen genannt. Soeben, am Telefon. Soll das heißen, dass sie schon wieder angerufen hat? Ja. Und sie sagte, ihr Name sei Fee Mortimer. Mein Gott. Ich glaube, jetzt brauche ich einen Break. Komm, Pamela, du solltest auch einen trinken. Nein, danke. Aber liebe, Entschuldigung, es tut mir leid, dass ich einen Augenblick die Nerven verloren habe. Aber derartige Dinge machen einen Menschen einfach fertig. Gott sei Dank, dass wir morgen verreisen, dass man hier mal rauskommt. James? Ja? Ich bleibe hier. Was sagst du da? Ich bleibe hier. Aber warum denn? Was ist denn passiert? Ich fahre nicht nach Frankreich. Ich fahre nach Newton Abbott. Nein, das wirst du nicht tun. Doch. Und wenn du nicht mitkommst, dann fahre ich eben allein. Oh, James, wir müssen endlich herausbekommen, was das alles zu bedeuten hat. Aber ich habe dir doch gesagt, dass das alles nur ein dummer Scherz ist. Nein, das ist es nicht. Was es auch immer ist, das jedenfalls ist es nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich Fee, die entweder noch einmal zurückgekommen ist oder diese Welt überhaupt noch nicht verlassen hat. Sie ist wahrscheinlich dort, wo sie damals ums Leben gekommen ist und wartet auf dich. Pamela, ich bitte dich, hör endlich mit diesem Unsinn auf. Ich verliere sonst noch den Verstand. Aber du denkst doch im Grunde genauso wie ich. Doch, du denkst so, ich weiß es. Oh, James, wir müssen morgen einfach nach Newton Abbott fahren, um endlich herauszubekommen, was hinter dieser ganzen Geschichte steckt. Und wie gesagt, wenn du nicht mitkommst, dann fahre ich eben allein. Pamela. Na schön. Dann werde ich eben morgen mitkommen. Aber ich glaube, du machst viel zu viel Aufhebens um diese ganze Geschichte, Pamela. Ich habe dir doch schon ein paar Mal gesagt. Newton Abbott, der gerade angefahrene Zug fährt weiter nach Plymouth. Was ist das für ein Zug dort drüben? Das ist der Zug nach Plymouth. Und von wo aus geht der Zug nach Paddington ab? Von diesem Bahnsteig hier. In wenigen Minuten, um 19.15 Uhr. Hat der Zug auch einen Speisewagen? Ja, weiter vorne. Der Zug nach Torquay? Geht von dort drüben ab. 19.55 Uhr. Gleich hinter der Überführung. Der danke. Der angefahrene Zug fährt weiter nach Plymouth. Der gleich auf Bahnsteig 2 einfahrende Zug hält nur in Exeter und Paddington. Der gleich auf Bahnsteig 2 einfahrende Zug hält nur in Exeter und Paddington. Na, Pamela, endlich zufrieden? Wir sind zwar hier, aber von einem Geist ist nichts zu sehen. Kein Wunder bei deiner Einstellung. Du musst einfach etwas empfänglicher sein für gewisse Dinge und auch hilfsbereiter. Hilfsbereiter? Wem gegenüber?
Natürlich Fee gegenüber. Oh, Pamela, wie kann man nur so abergläubisch sein? Wie kann man nur glauben an dieses übernatürliche Zeug? Ich glaube nicht an diese Dinge. Ich versuche nur, keine Vorurteile zu haben. Das ist alles. Aber verstehst du denn nicht? Wenn nichts geschieht heute Abend, sind wir mit dieser ganzen Sache ein für allemal fertig. Vor allem du wirst dann endlich damit fertig sein. Der auf Bahnsteig 3 eingefahrene Zug fährt weiter nach Plymouth. Der auf Bahnsteig 3 eingefahrene Zug fährt weiter nach Plymouth. Gleich ist es soweit. Hier, an dieser Stelle müsst ihr beide damals wohl gestanden haben. Fee stand hier und ich war zu dem Kiosk dort drüben hinübergegangen, um mir eine Zeitung zu holen. Ach ja, richtig. Doch Fee blieb hier stehen. Ja, ja. Sie war völlig in Ordnung, als ich sie verließ. Aber dann muss sie plötzlich einen dieser Schwindelanfälle bekommen haben. Ach, James, warum hast du eigentlich Mr. Enderby erzählt, auch ich hätte in der letzten Zeit Schwindelanfälle gehabt? Aber ich habe das doch gar nicht. Was willst du denn damit sagen? Warum haben wir beide ihn nicht in seinem Büro aufgesucht, so wie ursprünglich vereinbart? Weil ich dachte, du hättest doch noch genügend andere Dinge zu tun. Nur darum bat ich ihn, uns die Papiere zur Unterschrift durch einen Boten zu schicken. Aber als Grund gabst du doch an, ich hätte Schwindelanfälle. Aber nein, natürlich nicht. Das für ein Unsinn. Ich möchte nur wissen, wer ihn auf diesen Gedanken gebracht hat. Du? Wenn man seinen Worten Glauben schenken darf. Wenn man seinen Worten Glauben schenken darf, was soll das heißen? Du hast doch den alten Knaben niemals gesehen. Aber ich habe ihn gesprochen. Wann? Gestern Abend. Er rief mich an. Verdammt. Bitte. Ah, nichts. Von hier aus kann man sich ja sehr leicht auf die Schienen stürzen, wenn man plötzlich einen Schwindelanfall bekommt. Oder von hinten einen Stoß. Newton Abbott. Der gleich auf Bahnsteig 2 einfahrende Zug fährt weiter nach Exeter und Paddington. James, endlich. Nun bist du also doch gekommen. Fee. Ja, ich bin es, Fee. Ich warte auf dich hier schon seit dem Tag, an dem du mich damals unter den Zug gestoßen hast. Nein, es war ein Unglücksfall. Nein, es war nur ein Unglücksfall. Es war kein Unglücksfall. Bleib mir vom Leib. Du wolltest mein Geld, nicht wahr? Du wolltest mein Geld. Ja, ja, ich wollte dein Geld. Deshalb habe ich das damals getan. Vorsicht, Sir! Nein! Nein! Ein Glück, dass ihr nichts passiert ist. Ah, sie kommt zu sich. Wird sicher bald wieder auf den Beinen sein. Hier, kommen Sie her. Trinken Sie mal einen Schluck. Wo bin ich? Im Büro des Stationsvorstehers, Mrs. Brent. Ich bin Inspektor Nercott. Na, kommen Sie her, trinken Sie noch einen Schluck. Hm? So, ja, so ist gut. Nun werden Sie sich auch gleich besser fühlen. James. Wo ist James? Ist er... Ja, er ist tot. Er stürzte unter den einfahrenden Zug. Es ging alles ganz schnell, Mrs. Brent. Mein Gott. Ja, ich weiß, das ist ein entsetzlicher Schock für Sie, Mrs. Brent. Aber Sie haben noch Glück im Unglück gehabt. Wie ich höre, wollten Sie mit Ihrem Mann auf eine Reise gehen... Wahrscheinlich wären Sie von dieser Reise nicht mehr zurückgekehrt. Nicht mehr zurückgekehrt? Inspektor, ich verstehe Sie nicht. Es gibt da drei merkwürdige Unglücksfälle, wissen Sie. Der erste ereignete sich in Northumberland, der zweite in Wales und der dritte hier in Newton Abbott, vor einem Jahr etwa. Bei all diesen drei Unglücksfällen war das Opfer immer eine Frau, die angeblich, nach Aussage ihres Mannes, unter Schwindelanfällen litt. Und bei all diesen drei Unglücksfällen gab der Mann zu Protokoll, er hätte sich an einem Kiosk gerade eine Zeitung gekauft, als der Unfall sich ereignete. Der Mann gab zwar immer einen anderen Namen an, aber es war immer derselbe Mann, wie sich schließlich herausstellte. Aber das war auch alles, was wir herausfinden konnten. Andere Beweisstücke hatten wir nicht. Und darum sagte diese Dame hier schließlich uns ihre Hilfe zu. Sie hier? Dann haben Sie ihn also auf dem Bahnsteig angesprochen.
Ja, allerdings. Dann sind Sie Fee. Aber nein, das kann nicht sein. Sie sehen ihr zwar sehr ähnlich, aber Sie sind einfach nicht jung genug. Fee war meine Tochter. Wir hatten genau die gleiche Stimme und waren uns auch sonst sehr ähnlich, sozusagen wie aus dem Gesicht geschnitten. Zum Glück hat mich James Mortimer jedoch nie kennengelernt. Dann haben Sie ihn also heute in diese Falle gelockt? Ja, weil er ein Mörder war, der Mörder meiner Tochter. Ich wusste das zwar schon lange, konnte es aber nicht beweisen. Ich musste ihn deshalb so weit bringen, dass er die Nerven verlor und gestand. Als ich ihn das erste Mal anrief, war ich in London, obwohl ich vorgab, mit ihm unter Voranmeldung aus Newton Abbot zu sprechen. Das zweite Mal rief ich ihn wirklich von Newton Abbot aus an. Als ich ihn dann gestern zum dritten Mal anrief, war er nicht zu Hause. Worauf Sie dann mit mir sprachen, nicht wahr? Mit Ihnen? Nein. Mit Ihnen habe ich niemals gesprochen. Doch? Doch, das haben Sie. Sie haben mich doch noch gewarnt. Sie müssen sich irren. Ich habe gestern gleich wieder den Hörer aufgelegt. Aber irgendjemand hat doch gestern mit mir gesprochen. Irgendjemand sagte mir gestern Abend doch, ich solle mit ihm nicht auf diese Reise gehen. Das war doch auch Ihre Stimme. Aber wenn Sie es nicht waren, wer war es denn dann? Sie hörten das Kriminalhörspiel »Die Stimme aus dem Grab« von Agatha Christie, aus dem Englischen übersetzt von Wolfgang Nied. Es sprachen Pamela, Julia Costa, James, Ernst Fritz Fürbringer, Faye, Edith Herdegen, Even, Charles Wirtz, Mary, Tessie Kuhls, Mr. Enderby, Hans-Hermann Schaufuß, Mrs. Lamb, Käthe Lindenberg, Inspektor Narracott, Kurt Haus. Ferner wirkten mit Rita Plum, Uta Rücker, Marianne Simon, Fred Göbel, Otto Preuß, Peter H. Schwert und Walter Thurau. Die Regie hatte Paul Land. Eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1961.